Hi und herzlich willkommen zurück bei Soviet Republic Workers and Resources. Wir sind mittlerweile bei Folge 9, haben hier schon ein bisschen was aufgebaut und müssen jetzt gucken, wie wir hier weitermachen. Und dazu hatten wir beim letzten Mal ja schon so eine Ölindustrie hier hinten, also die Ölquellen erschlossen, zumindest die ersten paar. Und ich war jetzt am Überlegen, ob wir hier oben in unserer etwas größeren Stadt das zusammenführen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Allerdings brauchen wir dann sehr, sehr viele Arbeiter. Wir müssten mal gucken, wo wir das gegebenenfalls machen können. Jetzt haben wir hier schon wieder so ein paar Grafikfehler mit dem See da hinten. Das ist unschön. Ich hoffe, dass uns das Spiel dann nicht abschmiert. Genau, wir hätten hier... Ja, mal gucken. Wenn wir das Ganze umkehren und hier Öl und Kraftstoff nehmen, haben wir ja die Möglichkeit, eine Ölraffinerie zu bauen. Okay. Wenn wir die hier hinten hinsetzen. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Hier unten habe ich aber keinen Platz mehr. Ich könnte auch alternativ noch eine zweite Stadt aufmachen. Und wir könnten natürlich erstmal auch gucken, wo vielleicht noch Ölplattformen Sinn machen. Wir hatten ja hier unten um den See rum ein bisschen was. Hier wäre eine gewisse Freifläche. Hier unten ist der nächste Anschluss. Der hat allerdings auch keine... Ah, das ist alles ein bisschen blöd. Wo transportieren wir das Öl hin? Wir könnten hier oben ein bisschen mehr machen. Ah, schwierig. Aber hier habe ich auch keinen Abzweig, um die Bahn noch hier irgendwie rüberfahren zu lassen. Ich könnte hier noch eine andere Bahnlinie bauen, die dann nach oben geht, aber es macht, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Sitzen jetzt noch ein paar Arbeiter drin. Sitzen hier oben aus, ja. Hier arbeiten schon ein paar Leute, das funktioniert. Hier haben wir Eisen drin, das klappt anscheinend auch ganz gut. Wir könnten hier gegebenenfalls die Arbeiterzahl reduzieren. Und ich habe gelernt, dass wir hierfür eigentlich gar nicht unbedingt Arbeiter brauchen. Ist hier aber trotzdem mal die 5 drin. Hier würde ich vielleicht mal ein bisschen reduzieren, weil wir doch relativ viel Eisenerz haben. Hier mal den Park noch daneben setzen. Ja, das wäre schon eine Möglichkeit. Dann vielleicht hier auf der Seite die Raffinerie hin. Hier hätten wir die Raffinerie, den Anschluss nach da. Natürlich Mist, weil eigentlich kommt das von da unten. Aber die Ausgänge sind hier auf der falschen Seite. Eigentlich wäre hier der Eingang, weil das Öl von unten kommt. Die Ausgänge sind dann entsprechend allerdings nach links und nach oben. Und der Straßenzugang ist auf der rechten Seite, was auch nicht optimal ist. Wenn ich es so mache, könnte ich auf der anderen Seite zwar noch welche daneben setzen, aber dann habe ich hier natürlich auch nur eine Industriestadt. Okay, gucken mal hier. Da läuft hier rein, das scheint zu funktionieren. Was hier mit unserem LKW? Wird der auch beladen? Ah, allerdings sehr, sehr langsam. Das gefällt mir hier noch nicht so sehr. Gut, wir können noch mal was anderes schauen. Wir haben hier verschiedene Produktionslinien. Okay, und die sind jetzt komplett ausgeschaltet. Auch wenn wir keinen Strom benötigen, weil wir das so eingestellt haben in den Anfangssachen, haben wir hier auch nicht die Möglichkeit, jetzt Strom zu erzeugen. Okay. Was ich noch hatte, ich würde gerne im Fahrzeugdepot, hier oben, da kann ich auch welche von den Baggern eigentlich reinpacken. Das mache ich jetzt nämlich mal. Hier Bulldozer 2 und 2 Bagger. Denn darüber kann ich auch terraformieren. Die müssen nicht hier unten drin sein. Und das hat keinen Radius. Das heißt, hier kann ich jetzt dann immer Terraforming betreiben. Und dann könnte ich natürlich hier unten gucken. Und hier viele Bagger drin. Einer und ein Bulldozer. Und hier einer und ein Bulldozer. Okay, dann lasse ich das trotzdem so. Alles klar. Die bauen jetzt ja hier schon fleißig unsere
Was denn? Hier ist jetzt schon aufgebaut? Nee, hier. Okay. Wo war denn das Gebäude? Doch, hier, das Gebäude haben die gebaut, oder? Ich glaube schon. Gucken mal, Arbeitskräfte. Haben wir noch ein paar? Okay. Wo sind die Züge gerade? Hier fährt ein Zug, der biegt jetzt nach rechts dann ab. Der andere Zug ist da oben bereits gewesen. Gut, jetzt hier, der bringt hier irgendwie auch Arbeiter mit. So richtig passt es noch nicht mit den Zügen. Er hat jetzt hier auch Arbeiter drin, die er irgendwie jetzt hier hinfährt. Die auch von da mitnimmt. Ah, ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Wir lassen es jetzt erstmal. Guck mal hier, wie viele Leute sind hier drin, das geht. Aber wir könnten schon noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen, was das Öl angeht. Also ein bisschen zusätzliches Geld gebrauchen. Ah, hier drüben. Oh, hier ist noch Öl. Ziemlich großen Stil. Ort. Dann, ich zoome mal raus. Hoppala. Hier ist der See. Da gibt es auch noch Öl. Könnte ich ja theoretisch vielleicht auch hier so eine Art Ölanlage bauen. Ist dann schon ziemlich weit, hier das alles zu verbinden. Ach, schwierig, schwierig. Aber wir brauchen am Ende was, was Geld bringt. Hier war das jetzt, oder? Hier unten ist das erst. Oh. Und hier nach oben. Oh, okay. Hier könnten wir auch exportieren, theoretisch. Dann kriegen wir allerdings Dollar. Was auch nicht so tragisch wäre. Hm. Dann müssen wir ja alles entsprechend da hochbringen. Bin mir nicht mal sicher, ob das geht. Pipeline. Doch, die kann man hier drüber ziehen, okay. Ja, das ist natürlich hier ein relativ guter Platz für die Raffinerie. Der Rest ist hier ein bisschen schwierig mit dem Einebnen. Ja, ihr seht das jetzt über den Frame ein bisschen besser. Hier ist eine Menge Platz. Direkt um die Ölquellen rum. Das finde ich aber nicht so schön. Hier ist auch noch relativ viel Platz darunter. Dann kriege ich den Kram nicht ordentlich wegtransportiert. Und schöner, das hier entweder hier auch nach oben zu bringen. Hm. Könnte das hier auch einfach ein bisschen umbauen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass wir hier wirklich die Produktion anders bauen. Vielleicht mache ich das als erstes. Und zwar, wir bauen hier dann Lager hin. Wir haben hier Rohstoffspeicher. Große. Das dann da nach unten bringen. Reiß mal das hier erstmal ab. Dann probiere ich das hier ein bisschen einzuebnen. Nochmal Stopp erstmal. Okay. Ebenen. Mal auch ein bisschen größer machen. Oh, nicht mit Rubel bezahlen, bitte. Ja. Gucken wir mal Frame an. Das funktioniert hier schon. Unten haben wir noch ein bisschen Probleme mit dieser Verbindung. Die nehme ich einfach mal temporär ein bisschen raus. Dann probiere ich hier nochmal zu ebnen. Achso, das geht jetzt da nicht weg gerade, weil der Schutt erstmal abtransportiert werden muss. So, jetzt haben wir ihn, jetzt können wir es ebnen. Das Ganze hier jetzt auch schon ein bisschen mehr geradeaus. So, ich glaube, so ist in Ordnung. Gut, und dann wäre jetzt die Frage, wenn wir hier einen Rohstoffspeicher bauen, dort zum Beispiel so, der geht hier nach unten raus, das ist okay. Na, nach oben die Eingänge. Das
müsste das eigentlich gehen, oder? Der eine dahin. Und der andere dann hierhin. Oh, dann gehe ich hier auf die Förderteile. Nochmal. Geht nicht, okay. Muss also erst rausgehen und dann rein. Ein bisschen, ich glaube, so sollte das gehen. Ja. Zack. Eins. Den zweiten setzen wir dann einfach ähnlich auf die Seite. Zwei. So. Hätten wir die Förderung hier in die entsprechenden Bereiche rein. Und dann haben wir oben Zug Rohstoffe entladen. Der muss die in die Richtung wegbringen. Achso, nee, es geht in beide Richtungen. Okay. Dann schieben wir den doch mal hier nach oben. So. Der bringt einmal Förderzeug hier hin. Ja. Und im zweiten Step wird es eigentlich noch darüber wegbringen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Ah. Okay, und dann, das geht jetzt nicht mehr, da muss es dann so sein. Ah. Einer darüber und einer noch, na komm schon, daran. Okay. So würde das doch theoretisch funktionieren, dann müssten wir das Ganze noch entsprechend mit Straßen verbinden. So. Da durch. Schwierig, ne? Kommt man nicht so richtig dran vorbei jetzt hier, um den auch anzubinden. Hier oben, das ist dann eher nicht das Thema. Achso, und ich brauche doch hier noch eine andere Anbindung. Das habe ich jetzt vergessen, verdammt. Förderbänder. Ob das gleich wieder hell wird. Genau, das geht jetzt dann dahin. Okay, das könnte funktionieren, wenn ich den hier hinsetze. So. Dem jetzt sage, du gehst daran und du gehst daran. Dann ist der nämlich hier für Eisen da. Okay. Trotzdem habe ich hier noch das Thema, dass ich irgendwie die Straße hier durchziehen muss. Irgendwie von da hier wegkommen muss. Um hier nirgendwo wirklich zwischendurch, glaube ich. Haben wir uns jetzt hier wirklich verplant? Ja, okay, das geht. Aber hier geht es jetzt nicht durch. Okay, das würde noch funktionieren. Da kriegen wir sicher auch irgendwie einen Anschluss hin. Und hier kommen wir jetzt gerade nicht lang. Weil wir hier kaum einen Höhenunterschied haben. Das gefällt mir nicht. Kommen wir hier nämlich nicht raus. Ah, okay. Das wäre noch möglich. Kommen wir hier durch? Das wird aber auch schwierig. Oh, jetzt habe ich hier irgendwie zwei Sachen abgerissen. Das wollten wir nicht. Wir packen jetzt nochmal hier den Bau lasse ich mal auf aussetzen. Die Straße hier können die von mir aus bauen. Wir bauen hier wieder den Förderer jetzt. Ja. Straße da durch. Das würde sogar gehen, auch wenn es jetzt schlecht ausschaut. Ah, das Stück hier weggerissen. Hallo? Ah, passt auch. Hier hinten gucken wir nochmal, dass dieses Stück hier auch passt. Ah, dann sind hier die wichtigsten Sachen angeschlossen.
mal, komme ich jetzt hier noch irgendwie rum? Theoretisch komme ich sogar hier lang und das hier noch so anschließen und den auch anschließen. Okay, dann finanziere ich mal die Straßen. Und eigentlich müsste ich diese Teile auch noch finanzieren. Genau. So, hier unten finanziere ich jetzt auch mal die Straße, dass es ein bisschen vorangeht. Genauso wie da. Und dann sollten die sich hier um diese Themen kümmern. Ich nehme erstmal den aus der, aus dem Bau raus. Die Teile kaufe ich. Damit wir zumindest hier den zweiten Bereich wieder hinkriegen. Nämlich dann dieses Thema. Und gut, ich kaufe den jetzt, damit wir hier überhaupt weiter irgendwas produzieren können. Auch. Guck mal, dass ich den Rest noch angeschlossen kriege hier. Jetzt sollte hier wieder Eisen reinlaufen und hier sollten wir das Eisen dann zwischenlagern und sagen hier nur Eisen speichern. Genau. Gut, so sollte das passen. Das läuft von da da rein. Okay. Und von hier hätten wir dann noch die Möglichkeit, das Ganze wegzubringen. In Ordnung. Irgendwie muss ich die Bahn noch mit dem Bahndepot dann verbinden. Gut, das ist jetzt hier nicht schön, aber selten. Gut, okay. Sollte erstmal funktionieren. Sieht jetzt hier schon sehr nach Industrie aus. Super. So war das gedacht. Der Anschluss von dem ist da, okay. Die bauen jetzt hier oben an den entsprechenden Bahnhöfen. Dann später wird hier der seine Kohle da oben auch abliefern, damit es hier gespeichert werden kann, damit wir hier eine höhere Anlieferungsrate hinbekommen. Genau, hier oben gebe ich jetzt mal wieder ein paar mehr Arbeiter rein, denn wir haben jetzt ja hier die Möglichkeit, mehr zwischenzuspeichern und gegebenenfalls da auch noch zusätzlich Kohle dann einzukaufen, sodass das hier ein bisschen besser durchlaufen kann. Dass wir da halt auch ein bisschen mehr Arbeit hereingeben können. Gut. Hier wohnt derzeit niemand, okay. Dann haue ich doch hier mal ein paar Leute rein. Machen wir mal so. Wenn ich jetzt mindestens ein paar arbeiten. Hier drüben wird auch ein bisschen Bruchstein verarbeitet. Allerdings haben wir hier zu viele Leute. Das lohnt sich mit unseren LKWs hier noch gar nicht. So viel Kies haben wir nicht. Aber so viel Kies verbrauchen wir auch gerade noch gar nicht. Gut. Hier unten füllt sich das langsam. Sehr langsam. Oh, hier Alkohol sieht ein bisschen besser aus. Ich kann ja hier die Produktion mal auf 25 erhöhen. Also nicht die Produktion, sondern die Leute, die da arbeiten. Und ich gucke mal, dass wir hier dann das Teil noch in den Bau fortsetzen reingeben, sodass hier dann ein bisschen schneller gebaut wird. Hier fahren die Leute... Achso, das sind die, die eigentlich die Ziegel hier nach oben liefern, ne? Genau, das ist aber voll. Okay. Passt. Ich könnte überlegen, ob wir noch irgendwo Bretter herstellen lassen. Überlege, ob ich diese Bahnverbindung hier nicht doch umbaue. So richtig gefallen tut mir das nicht. Hier sind jetzt 130 Arbeiter drin, die hier nach oben fahren, aber eben doch wieder irgendwie zurückfahren, wie ihr seht. Das heißt, ich könnte jetzt mal überlegen, der fährt ja jetzt weiter zum Bahnsteig 3, zu dem. Den halt rausnehme, fährt da zum Bahnsteig Line. Okay. Dann zu dem. Vielleicht besser, wenn er da sogar durchfährt. Weil von hier müssen ja eigentlich keine Leute mitgenommen werden. Weiß noch nicht, ob das hier so gut funktioniert mit unserer Bahn. Da habe ich derzeit noch Zweifel.
Der fährt jetzt, der sollte doch eigentlich hier durchfahren, oder? Das haben wir jetzt gerade falsch gemacht, ne? Der ist jetzt beim Bahnsteig 2. Wieso 2? Der soll doch zum Kleinen fahren. Hier. Gucken wir mal, ob er jetzt wieder seinen Weg findet, wenn wir das ein bisschen umgebaut haben. Ja, wird er hier zu klein. Und der soll... Nehmen wir das raus, setzen den auch auf klein. Der soll auch zu klein fahren. Das heißt, der soll da dann auch durchfahren jetzt. Genau, der nimmt die Arbeiter mit da nach oben. Wie sieht es hier aus? Scheint zu funktionieren. Der holt hier immer noch den Kies raus. Okay. Hier wird fleißig gebaut. Ja, sieht gut aus. Wir fahren jetzt irgendwie die ersten Bagger zu uns. Mal gucken, ich kann auch dieses Stück jetzt hier auch wieder auf so einen Sand. Kann ich das nicht bearbeiten? Bahnübergang sein soll. Okay, egal. Lassen wir einfach so. Ist schon wieder dunkel, verdammt. Nimm mal einen Schluck, glaube ich. Warm heute. Bin mir noch nicht so sicher, ob wir hier wirklich unsere große andere Industrie auch noch hin verlegen sollten oder ob die nicht wirklich woanders besser aufgehoben ist. Hier gibt es Pflanzen und ein bisschen Essen wird produziert. Hier drüben der Alkohol, die bringen den hier nach unten weg. Wie sieht es ein bisschen beim Geld aus? Wir geben noch zu viel für Importe aus. Wir importieren noch große Mengen Stahl derzeit. Natürlich auch nicht Sinn der Sache. Wir so viel Stahl importieren. Jetzt fehlt es uns gerade an Kohle. Hier ist aber schon wieder der Kohlezug auf dem Weg. Okay. Das ist gut. Und hier nach dem, der hat jetzt 60 Arbeiter an Bord. Nimmt die mit und bringt die dann nach oben. Einmal hier einen anklicken. Unterwegs im Fahrzeug, Gesamtzeit. Das ist ganz schön knapp, die da nach oben zu bringen damit. Schaffen die nur gerade so. Nichtsdestotrotz sind hier oben eigentlich Leute drin. Da auch. Hier unten haben wir jetzt Eisenerz, ne? Okay. Gut. Das passt. Okay, dann gehen wir... bauen einfach diese andere Produktion. Wir könnten es natürlich auch hier hinbauen. Ist dann... Okay. Wir bauen einfach eine zweite Stadt auf. Wir denken groß. Okay. Also, Ölplattform. Hier war das. Das heißt, hier oben wollten wir das andere hinbauen. Oh. Ist hier gar nicht so perfekt alles. Ebenen. Doch eigentlich im einen freien Bulldozer im Depot oder Konstruktionsbüro. Ich hab doch im Depot bestimmt einen freien Bulldozer. Ah, bitte? Ist dann doch zu weit weg, oder wie? Hm. Das gefällt mir noch nicht. Kann ich das da drüben nicht einebnen? Ich dachte, das geht dann. Beim Depot gab es doch jetzt keine Reichweite, oder? Okay, nochmal neu geplant. War das? Ups, falsche Richtung. Hier war so eine Ebene. Okay. Und hier drüben wollte ich die Stadt hinsetzen. Vielleicht ist es dann da gar nicht so gut. Hier wäre ja auch noch Platz. Das würde so ein bisschen dazwischen liegen. Wenn ich hier jetzt eine Straße ziehe. Gerade Straße hier über den Frame drüber. Gehen wir mal bis hier.
Und wir hier eine Straße einfach nach oben. Okay, passt. Das Stück nehme ich raus. Wir finanzieren das. Und dann würde ich hier dann zum Beispiel diese Fabrik hinsetzen. Wo ist diese Fabrik jetzt hin? Hier bei Öl wahrscheinlich. Kraftstoffspeicher, Ölraffinerie. Sitzt das hier schon wieder falsch rum? Fällt mir nicht. Die kommen jetzt von links. Dann wäre es doch eigentlich besser, die auf diese Seite zu setzen, oder? Boah, verdammt. Weil die anderen kommen von hier, oder? An einer Ölplattform gewesen. Hier war Gott sei Dank nichts, okay. Hier oben, die kommen, die einen kommen von oben. Also wäre eigentlich von links gar nicht so schlecht. Okay. Also Ölraffinerie. Machen wir das so rum. Und bauen die hier hin. Oh, ist auch noch zu weit weg irgendwie. Brauchen hier vielleicht dann doch noch ein Konstruktionsbüro. Oder vielleicht wenigstens ein Depot. Reicht uns ja auch erstmal einfach das Depot. Probieren wir mal. Also, wir machen folgendes. Wir ziehen hier das kurz einmal weiter. Bis da etwa. Bauen hier ein Depot hin. Ja. Zack. Und in das Depot nehme ich jetzt rein. Sind sie? Bulldozer. Und also zwei Bulldozer, zwei Bagger. Gucke ich hier nochmal. Also. Das. Ist das jetzt hin? Ach da, Ölraffinerie. So. So hatte ich das. Ne? Genau. Ja, jetzt geht's. Wunderbar. Ölraffinerie hier hin. Das geht von mir aus hier nach unten weiter. So, passt. Dann würde hier quasi noch so die Straße nach oben gehen. Und an die kommen dann noch die Häuser ran. Genau. So sollte das passen. Ja, wo kommen jetzt die Ölquellen noch her? So, wir sollten vielleicht überlegen, ob wir hier noch so einen Speicher einbauen oder mit hinnehmen. Geht da raus, kommt dann von links, von oben. Dann wäre vielleicht so rum besser. Hier auf der Seite hat er auch einen Ausgang. So, Pipeline darüber. Ja, wobei das nicht richtig war. Die sollte vielleicht dann eher ein Stück nach oben gehen noch. Weil hier würde ich gerne eine Straße noch zwischensetzen. Ja. Die dann eben hier genau angeschlossen wird. So. Und eine Pipeline. Pipeline. Pipeline ist hier. Wir nehmen das Ganze hier ein Stück hoch. Und dann darüber. Perfekt. Hier soll nur Öl gespeichert werden. Perfekt. So, das Ganze geht ja dann raus irgendwo. Auf dieser Seite mit zwei verschiedenen Durchleitungen. Eins. Zwei. Einmal. Ja, wobei, wir machen das vielleicht, dann hätten wir noch eine Abzweigung möglich als Möglichkeit. So. Eine in den rein, das andere in den anderen. Der soll hier nur Treibstoff speichern und der soll nur Bitumen speichern. Okay. Und hier weiter. Und der kriegt jetzt hier eben dann
bisschen dunkel gerade, aber hier noch den Anschluss, dass man da auch hinfahren kann. So, die Fabrik entsteht hier. Wir haben jetzt sehr viel Geld gerade ausgegeben. Wir müssen gucken, dass wir das dann auch reinkriegen, dass sich das lohnt. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Dann brauche ich noch einen... Was über die Pipelines? Hier. Öl und Kraftstoff laden und entladen. Okay. Das brauchen wir am Ende des Tages. Genau, dann können wir hier, glaube ich, Straße wegreißen. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Das geht dann aber dort entsprechend rein. Hier müssen wir noch mit der Höhe jetzt ein bisschen was machen. Na? Na? Da auch. Und zack. Dann sind die auch angeschlossen. Das schließe ich mal auch lieber an und werde hier nochmal die Straße ein bisschen erweitern. Ah. Okay. Machen wir die Straßen doch hier einfach komplett, oder? Machen wir das doch so. Zack. Wunderbar, sieht gleich ordentlicher aus. Genau, hier wäre unsere Fabrik, die wir dann entsprechend versorgen müssen. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut.